How pretty. Hallo und welcome zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich filme mal eine typische Woche mit in meinem Alltag. Hier jetzt im fünften Semester, wollte ich sagen. Jedenfalls gibt es jetzt eine Alltagswoche hier in Spanien. Und genau, ganz viel Spaß beim Video. Und let's go. Ich bin tatsächlich ein bisschen spät dran. 5 Minuten. Irgendwie habe ich es halt einfach vergessen, in der Uni irgendwas mitzufilmen. Aber egal. Ich zeige einfach kurz, was heute so los war. Montag ist immer ein relativ anstrengender Tag. Also montags geht es bei mir los mit Graphic Expression. Das ist so ein Kurs, wo wir ja ein bisschen den Umgang mit diversen Programmen lernen und ja, Architekturgestaltung würde ich es jetzt mal nennen, üben. Und dann ging es weiter mit Designstudio, also Projektos. Und da haben wir heute Construction analysiert. Also eigentlich geht es darum, einen Entwurf komplett alleine auszuarbeiten. Da haben wir auch nächste Woche schon Zwischenpräsentationen. Und als drittes hatte ich heute Urban Design, Städtebau. Und das war einfach nur Vorlesung. So, ich werde jetzt noch lesen auf dem iPad. Total ungeil, weil ich habe meine Bücher schon alle ausgelesen und habe natürlich nicht so viel mit. Ich glaube, ich muss mal in ein Buch laden. Ich lese, by the way, gerade Atomic Habits. I will take action on my goals, so I can create the lifestyle I want. Buenos Dias und Happy Dienstag. So ein entspannter Tag immer. Ich habe dienstags erst 13:30 Uhr Uni. Deswegen ist jetzt sogar mal Zeit für ein bisschen Morning Yoga. Ich war die letzte Woche krank und habe auch gar keinen Sport gemacht, war nicht im Gym. Und habe jetzt richtig Lust, wieder loszulegen. Und dachte mir, ich fange aber langsam an und nicht gleich mit einem Leg Day. Es ist jetzt 1 und ich bin auf dem Weg in die Uni. Es ist total warm. Wieso habe ich einen Pulli an? Wowie. Hi. Erfolgreicher Tag vorbei. Das ist schon nach 7. Ich habe Dienstag immer lang, weil ich abends noch Spanisch habe. Und ich habe mich heute endlich für die Präsentation eingetragen. Wir müssen nämlich eine Präsentation auf Spanisch halten. Jetzt werde ich gleich erstmal mit meiner Mitbewohnerin Abendessen machen. Und dann setze ich mich an Projects. Heute gibt es Pimientos. I love them. Und spanische Tortilla dazu. Mit ordentlich Aioli, so wie sich das gehört. Okay, Feierabend. Hab ein bisschen zu spät angefangen, deswegen haben wir jetzt 1 Uhr, glaube ich. Es geht noch, aber ich gehe jetzt ganz fix schlafen. Ich habe morgen um 10 Uni und bin aber soweit fertig geworden. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Uni. Ich habe alles abgegeben und hochgeladen. Sogar noch davor. Ich bin auch überhaupt nicht müde. Pequeños, manejables, es una construcción, fábricas de albañilería, es una fábrica. I'm back at home und ich esse jetzt erstmal ein schönes Mittagessen. Ich hatte nach Projects noch Building Materials zur Vorlesung auf Spanisch, weil irgendwie die englische Dozentin krank ist. Und ich konnte mich in der Bib heute nicht gut konzentrieren, weil ich war noch kurz in der Bib. Und dann war ich so, nee, bringt nichts. Ich mache mich jetzt wieder in die Uni. Wir haben um 6 und halb 7 ist Hip-Hop. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, mich endlich mal wieder gescheit zu bewegen, weil Ich war die letzte Woche krank, ich war deswegen nicht im Gym und habe aber total viel Energie, die rausruft. Es ist einfach so schön hier, wow. Und die Straßenbahn redet gerade. I love it. Hip-Hop war heute gar nicht mal so gut. Wir haben mit der neuen Choreo angefangen. Und die war aus irgendeinem Grund total schwer. Ich weiß nicht, wohin die Zeit immer so schnell rennt, ehrlich. Wir haben jetzt gleich schon 10. Ich habe ganz entspannt mit meiner Mitbewohnerin gekocht, gegessen und jetzt kam noch eine Kommilitonin von ihr vorbei. Wir haben voll lange noch gequatscht. Ich bin eh total fertig vom Tanzen. Deswegen. Hasta mañana. Today I'm overflowing with happiness. Goals and dreams are closer than I realize. Good morning. Ich verspeise jetzt mein Frühstück. Eigentlich brauche ich auch morgens einen Kaffee. Aber dafür ist wirklich keine Zeit. Wir haben nämlich keine Kaffeemaschine. Ich werde jetzt gleich mal mit dem Rad ins Gym fahren und mir die Erwärmung sparen. Ich habe erst um 17 Uhr wieder Spanisch, deswegen kann ich jetzt ganz entspannt trainieren. Boah, sehe ich fertig aus. But I'm ready. Ich dusche seit neuestem im Gym, denn hier gibt es Kabinen und irgendwie ist es nicer, direkt danach zu wissen, nicht verschwitzt nach Hause zu gehen. Gegenüber von meinem Studio ist leider ein Rossmann. Und leider habe ich 2 Sachen gebraucht, aber 12 gekauft. Es ist einfach dunkel, aber ja, Spanisch ist vorbei. War ganz gut heute und ich höre gerade wie so ein Opfer noch auf meinem iPad. Hier laufe ich gerade nach Hause und höre noch ein Meeting an. Back at home. Aber mein Tag ist noch nicht rum. Ich gehe heute noch auf ein Event. Und zwar ist 9:30 in so einem Pub hier so ein Erasmus-Event. Und da gibt es Free Dinner, glaube ich. Hoffe ich. Da gehe ich zusammen mit einer Freundin hin und bin schon gespannt. Das Essen war nice. Das war wirklich so asiatisch. Auch ein paar coole Leute da gewesen und jetzt lese ich noch ein bisschen. Wir haben Mango gekauft und ich freue mich jetzt richtig darauf, die mit meinem Porridge zu essen. Und dann steht ein produktiver Tag vor der Tür. Ich werde mich dann noch ready machen und in die Stadt düsen. Erst ein bisschen lernen im Café. Und dann treffe ich mich mit 2 Freundinnen. Und wir gehen ein bisschen bummeln. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie mal Pullis oder warme Sachen. Vielleicht auch eine Jacke. Heute Abend habe ich mir eine Pilates-Class gebucht im Gym. Wollte ich mal ausprobieren und das ist kostenlos, also warum nicht? Und danach passiert bestimmt auch noch was, heute ist nämlich Freitag. Ja, aber geht denn los? Ich habe meinen Schreibtisch heute fluchtartig nach dem Mittag verlassen und bin in die Stadt. Wie man gesehen hat, waren wir dann auch zum Bummeln. Ich habe 2 Sachen gefunden. 2. Den hier habe ich mitgenommen aus der Umkleide. Der hat voll gut gepasst und der ist total weich. Und der hat einen nicen Rollkragen. Ich finde, es gibt wenige Pullis, die oben gut passen. Und dann habe ich noch ein weißes, langärmeliges Oberteil mitgenommen von Bershka. Und hinten ist es so offen. Genau. Und das passt voll gut. Jetzt kommt der beste Part des Tages, und zwar Sport. Ich probiere heute das erste Mal in meinem Gym eine Class aus, einen Kurs, und zwar Pilates. Ich bin richtig gespannt. Ich glaube, es wird anstrengend. Ich habe total Muskelkater von gestern, von meinem Leg Day, aber wir ziehen durch. Hallo! Jetzt Tennis spielen und es ist so warm heute, oh mein Gott. Ich habe einen Trenchcoat an und den kann ich halt weglassen. Ich glaube, morgen werden 26 Grad. Nochmal. Crazy. Tennis war richtig gut. Es hat total Spaß gemacht. Und es war auch richtig schön am Campus mit Palmen. Wir hatten auch Sonne. I like it. Wir haben jetzt beschlossen, nächsten Samstag wieder zu gehen. Vielleicht wird das unsere Saturday-Tradition. Wir haben auch 2,5 Stunden gespielt. Maybe werde ich noch ein kleines Tennis-Girlie. Who knows? Good morning! Wir haben jetzt Sonntag. Es wird ein total anstrengender Sonntag. Ich habe morgen eine Abgabe, eine Zwischenpräsentation, aber das ist nicht das, was wir jetzt in Deutschland unter Zwischenpräsentation verstehen. Also es ist ein bisschen weniger. Dennoch eine Präsentation, die ich nicht präsentieren muss. Also ich brauche nicht mal ein Modell und so. Es ist wirklich nur ein Zwischenstand. Und ich werde den ganzen Tag daran sitzen. Es ist jetzt Mittag. Ich habe jetzt heute Vormittag ein bisschen anderen Kram erledigt. Und jetzt setze ich mich ran. Aktuelle Situation. Prokrastination. Das stimmt nicht. Ich habe heute wirklich schon jetzt 5 Stunden was gemacht. Für 5 Stunden habe ich nicht so viel geschafft, aber mir ist der Lageplan ganz gut geworden. Wir haben einfach 28 Grad heute. Also für November wären ja 18 Grad schon viel. Aber wir haben nicht 18, wir haben 28. Ich glaube, ich gehe heute an den Strand. Ich wollte das Video jetzt eigentlich beenden, weil jetzt ist schon Montag, neue Woche. Also ich habe nach dieser anstrengenden Nachtschicht und der vielen Arbeit jetzt Siesta gehalten und einen richtig guten Nap gemacht und für mich besser. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war interessant. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin eine schöne Zeit. Adios amigos. Bye bye.